Thema realistische Erwartungshaltung. Leider unterliegen immer noch ein großer Anteil der Menschen einer völlig unrealistischen Erwartungshaltung, wenn es darum geht. So, ich habe angefangen mit dem Fitnesstraining. Ich war jetzt schon 4 Wochen im Fitnessstudio und habe pro Woche 3x 60 oder 70 Minuten intensiv trainiert. Ich habe sogar meine Ernährung umgestellt und ich halte mich seit 4 Wochen an Vorgabe. Aber mein Spiegelbild zeigt mir noch kein Adonis, noch kein Waschbrett, noch kein Sixpack. Was mache ich falsch? Gar nichts. Ihr macht überhaupt nichts falsch, du machst nichts falsch, ganz einfach. Du gehst nur her und bewertest dein Vorhaben nicht realistisch. Das heißt, wenn ich zuvor Jahre hinweg gewisse Strukturen nicht eingehalten habe, dann darf ich einfach nicht erwarten, dass innerhalb von relativ kurzer Zeit das revidiert, was ich vorher über die hundertfache Zeit falsch gemacht habe. Dieser Sport, wie alle anderen Sportarten auch, wo man besser und gut sein möchte, besser wie andere und sehr gut sein möchte oder gut sein möchte, Veränderungen erfahren möchte, muss man Zeit investieren. Und zwar nicht nur 2, 3, 4 Wochen. Im Muskelaufbau redet man schon mal von Blöcken von 3 Monaten. In der Gewichtsreduktion redet man in Blöcken von 6 bis 8 Wochen. Unter Voraussetzung, dass natürlich alle Vorgaben eingehalten wurden. Wenn ich schon mal am Anfang einen Umstellungsprozess habe, von 2, 3 Wochen, bis ich überhaupt mal den Modus erreicht habe, was ich erreichen sollte, dann zählt die Zeit schon mal gar nicht dazu. Deswegen guten Tipp von mir, wichtig, realistische Bewertung und Geduld mitbringen. Dann kommt ihr auch mit Sicherheit langfristig an euer Ziel. Bis dann, Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, deine Fitness. Deine realistische Bewertung deiner Ergebnisse, meine Aufgabe.